Wir hoffen natürlich auf einen Aufbruch, wir hoffen jetzt auf Ruhe, aber das wird ja nicht alleine können. Das wird eine Teamarbeit sein, nicht nur vom Präsidium, sondern vom gesamten DFB, von den Landesverbänden, von der Liga und natürlich auch von uns vom Hauptamt. Er hat da die volle Unterstützung. Ich freue mich für ihn und bin auch davon überzeugt, dass er seine Sache gut machen wird. Herr Grunwald, neuer Schatzmeister des DFB, eine große Aufgabe, eine wichtige Aufgabe für den Fußball. Wie werden Sie diese Aufgabe angehen? Ja gut, der DFB befindet sich wie alle Vereine auch, beziehungsweise auch die Wirtschaft in der Situation, dass man in einer Pandemie ist. Und dementsprechend gilt es jetzt erstmal darum, dass der Schatzmeister den Tanker DFB durch die Pandemie bringt, entsprechend mit Weitsicht. Und das bedarf auch tatsächlich keiner Einarbeitung, sondern das muss sofort passieren. Ansonsten wird es darum gehen, sich in die Thematiken einzuarbeiten, Gespräche zu führen und wie ich schon gesagt habe, auch die Chancen zu nutzen, die der DFB hat. Und das machen wir Step by Step im neuen Team und das wird uns auch gut gelingen. Ja, ich glaube, im Moment geht es darum, dass man zunächst mal tatsächlich so weitermacht, wie wir uns heute präsentiert haben, nämlich dass wir zeigen, dass es tatsächlich in Deutschland nur einen Fußball gibt und dass die Akteure, die das betreiben, das auch glaubwürdig tun und dass wir auf die Art und Weise dann auch so ein Stück für Stück diese Glaubwürdigkeit, die verloren gegangen ist, wieder uns zurück erarbeiten können. Ja, ich glaube, da steckt jetzt sehr, sehr viel Neuanfang drin. Nicht nur, dass sich das Gesicht des DFB-Präsidiums massiv verändert hat, sondern die Menschen, die jetzt auch neu im Präsidium sind, werden neue Impulse setzen, werden die Inhalte vielleicht auch ein bisschen anders gestalten, als wir das vorher gemacht haben in der Zusammensetzung. Insofern stecken hier sehr viele Chancen jetzt in der neuen Zusammenstellung des DFB-Präsidiums und ja, ich wäre froh, wenn ich das Thema auch in den nächsten Monaten und Jahren auch mit aktiv begleiten kann und hier auch meinen Beitrag zu leisten könnte. Ja, für mich ist einfach ganz, ganz wichtig, diesen gesellschaftlichen Auftrag, den der Fußball hat, einfach hervorzuheben, diese Themen anzugehen und eben ganz offen und transparent einfach zu arbeiten. Ja, wir wollen auf jeden Fall die sportlichen Vorlagen geben. Die Situation ist eigentlich toll. Wir haben ein tolles Turnierjahr mit unseren Mannschaften, die Frauen im Sommer in England und wir mit der WM in Katar. Wir haben eine schwierige Nations League-Gruppe. Also ich glaube, wir können richtig Begeisterung wieder für den Fußball schaffen. Gleichzeitig eröffnet unser Campus, unsere sportliche Heimat, also sowohl für unsere Trainer wie Experten, aber auch für die Landesverbände und den Präsidenten wird das einfach eine tolle Plattform sein. Sie haben den Fußball viel geprägt, für den Frauenfußball viel getan. Wie war Ihre Gefühlslage heute bei der Ehrung? Gemischt, muss ich ehrlich sagen. Es hat mich schon sehr angerührt, als alle aufgestanden sind. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, naja, ne, so musst du jetzt durch. Aber es ist ja so, dass mich das nicht überrascht. Ich war darauf vorbereitet, dass heute mein letzter Tag ist für den DFB. Ich habe viel geschafft. Ich bin sehr stolz darauf, mit vielen netten Leuten und fähigen Leuten das alles erreicht zu haben. Jetzt machen es andere. Sie machen die nächsten Schritte, vielleicht auch mit anderen Schwerpunkten, glaube ich aber nicht unbedingt. Aber es wird weitergehen und ja, es ist schon ein besonderer Tag. Das muss ich wirklich zugeben. Ja, ich habe ja auch in meiner Rede gesagt, es fühlte sich an wie Silberhochzeit feiern letztes Jahr. Wir kennen uns jetzt seit 26 Jahren und ich bin auch mit ihr groß geworden im DFB mit Hannelore. Und wir haben unheimlich vertrauensvolles Verhältnis gehabt, sind viele gemeinsame Türen haben wir eingerannt, die noch nicht so ganz offen standen, schwerpunktmäßig im Bereich Frauen- und Mädchenfußball. Aber Hannelore steht eben nicht nur für Frauenfußballentwicklung, sondern für Fußballentwicklung. Und ja, nicht nur dafür schätze ich sie. Insofern geht mir eine gute Freundin und eine gute Ratgeberin auch hier abhanden im Präsidium. Aber ich hoffe, dass wir Hannelore hier und da dann auch noch in Gruppen, AGs, Leadership-Programmen, Mentoring-Programmen auch weiterhin für den Fußball und für den DFB begeistern können.